Großereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am 20. September beginnt die Wiesn 2008. Höchste Zeit also, dass sich die Münchnerin so Gedanken über ihr Oktoberfest-Outfit macht. Ein Mann kann helfen, der Münchner Designer Daniel Fendler. Bei seiner Modenschau in der Chena Lounge, da hatte allerdings ein Mann im Publikum nicht unbedingt Augen für die Mode, sondern eher für die Models. Es war der FC Bayern-Torwart Michael Rensing und er schaute ganz fest zu, als seine Freundin Saskia über den Laufsteg ging. Entertainerin, wenn es um die gehobene Nachtunterhaltung geht, sozusagen, Gloria Gray. Gloria, auch du heute bei der Modenschau bei Daniel und du bist auch der Beweis, dass die Damen auch ein bisschen Oberweite haben dürfen, die Daniels Mode tragen, oder? Was heißt denn hier dürfen? Die müssen, in ein Dirndl gehört eine Oberweite rein, das ist Pflicht und es passt auch rein. Ich meine, das war da drauf, das sitzt doch perfekt, oder? Das sitzt ganz schön und das hat er maßgeschneidert für dich. Ja, zwei Anproben, eine Besprechung, zwei Anproben und das Dingens saß. Also die Wiesn kann losgehen morgen oder so, oder? Von mir aus heute Nacht noch. Neben mir ist Silvia Leifheit, man kennt sie natürlich selber als Schauspielerin, aber was gar nicht so viele Leute wissen, sie haben eine eigene Modelagentur, richtig? Ja, und das schon seit über 10 Jahren. Also mit 21 Jahren habe ich die gegründet und die ist hier in München und ja, das ist mein zweites Standbein. Hatten Sie ein Lieblingskleid heute? Die waren ja alle sehr, sehr schön. Eher von den Farben her, was ist Ihre Lieblingsfarbe? Ich muss ehrlich sagen, ich fand das lange rosafarbene Kleid sehr, sehr schön. Ich glaube, das war sein Hochzeitskleid. Wenn eine Premiere über einen Laufsteg geht und wer ist aufgeregter als das Publikum und die Models? Natürlich der Designer. Daniel Fendler hat heute seine Wiesnmode präsentiert. War das wirklich so mit Herzklopfen verbunden? Wart ihr auch in der Zeit? Habt ihr alles rechtzeitig hingekriegt? Also eigentlich waren wir heute sehr, sehr gut in der Zeit. Es hat beim Start jetzt ein bisschen Verzögerung gegeben, aber die Kollektion war fix und fertig genäht. Wir waren super zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin ja sehr verwurzelt mit dem Bayerischen und von dem her lege ich großen Wert darauf, dass es wirklich tragbar ist, traditionell angehaucht ist, zwar sehr modern umgesetzt, aber einfach Elemente, traditionelle Elemente müssen einfach sein und sind auch Pflicht, diese Wiesn. Was kostet ein Dirndl im Durchschnitt? Wenn ich jetzt so ein kurzes bis zum Knie haben möchte, was muss ich da bezahlen? Also es kommt drauf an, wirklich, ob Seide oder Baumwolle. Ich sag mal, im Schnitt fängt es bei 1200 Euro bis die normale Preislage 2200 Euro. Und dann nähst du auch die Kundin rein oder muss die exakt die Figur haben? Na, wir machen hauptsächlich Maßanfertigung. Also wenn jemand kommt zu uns, dann bekommt er das auf seinen Leib geschneidert. Wir haben ja viele fesche Damen in Fendlermode sehen auf der Wiesn, ich bin ganz sicher. Danke, ich hoffe es. Danke schon. 95,5 Charivari. Münchens Hitradio.